Ja, Luis, wieder der Matthias von Cyberport, vom Cyberblog. Und heute habe ich noch was richtig Schönes. Und zwar ist das von AS Rock. Das ist eine Tochterfirma oder beziehungsweise eine Firma der Gruppe Asus Tech. Ein Laptop. Das heißt, da ist jetzt nichts, kein Monitor dabei oder so. Das erste Mal, dass ich keinen Laptop, kein Notebook teste, kein Netbook teste, sondern eben nur einen Computer. Das Schicke daran ist die Dual Core Atom 330 CPU. Immerhin Dual-Core, hatte ich auch noch nicht hier. Der Nvidia Ion Grafikprozessor, der dann eben auch 1080p Full HD Videos anzeigen können sollen. Und das ganz Spezielle an diesem Modell ist, auf anderen Seite sieht man es, mit Blu-ray-Laufwerk, Blu-ray-Disk-Laufwerk. Das werde ich dann auch mal testen. Auf der Seite haben wir nochmal ein paar Werbeaussagen, die eben nochmal das. Diese hochauflösenden Videos betreffen, 1080p, eben Blu-ray und HD-DVD sind möglich wiederzugeben. Das Ganze ist in einer nur 2,5 Liter großen Kiste verpackt, angeblich sehr leise. Instant Boot, weiß ich noch nicht genau, was das damit auf sich hat. Ein OC-Tuner, weiß ich auch noch nicht genau, werde ich mir ansehen. Und All Solid Kapazitors steht noch drauf, vielleicht kann man es sehen. Und zwar geht es dabei wohl offensichtlich um diese Kondensatoren, die von guter Qualität sein sollen. Ja, wie dem auch sei, mache ich das Ding dann endlich mal aus. Serie Nummer 2,7, Moment, Nettogewicht 1,7 Kilo, also 1,8 Kilo soll das schwer sein. Schauen wir mal, was wir da vorfinden. Top an sich gut eingepackt. Eine Trockentüte dabei, wie ihr es gehört. Da ist er auch schon. Sieht jetzt vielleicht vom Rand her ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das liegt daran, dass da noch eine Folie drüber ist, die man wohl abziehen soll. Okay, hier an der Seite. So, da sieht man es schon, dass es deutlich schicker ist. Ich lasse es jetzt einfach mal dran. Mich stört es ja nicht und es soll ja auch nochmal im Store verkauft werden. Im Gebrauchtstore, im Discount-Store. So, von der Seite, von vorne haben wir hier erstmal einen Einschalter. Ein bisschen Werbung für den Grafikchip, Nvidia Ion, für den Atom-Prozessor und hier das Blu-ray-Laufwerk. Kann auch DVDs beschreiben, offensichtlich. Gut. Auf der Rückseite, ich hoffe, man sieht das so. Prüfen wir mal die Kamera. Ja, okay. Gibt es hier einmal den Netzanschluss, dann daneben Audio SPDIF-Eingang, Ausgang, ein Ausgang. Also diese digitale Audio-Geschichte. Dann die normalen Audio-Anschlüsse, zwei Ausgänge, ein Eingang für Mikrofon. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal USB, einmal Ethernet. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Gigabit-Anschluss. Das heißt 1000 Kilobit pro Sekunde. Dann nochmal der VGA-Ausgang und hier das Wichtigste, der HDMI-Ausgang, mit dem ich dann mir schön die Blu-ray-Filme angucken will. Ich schließe den Rechner, ja, schließe den Rechner mal an meinen Monitor an. Und weiß im Moment noch gar nicht so richtig, wo eine Maus. Ja gut, eine Maus geht über USB dann, alles klar. Ja, schließen wir mal die Geräte an. Zuerst mal an diesem Monitor, damit ich das Gerät einrichten kann. Und später dann noch was anderes. Das zeige ich in einem anderen Video. Hier gibt es noch mal eine Zubehörtüte. Da ist dann Quick Start Guide drin. Das wird eine Garantiebestimmung sein, wie man es aufbaut, hinstellt, was drin ist, wie die Anschlüsse zu belegen sind, etc. Das scheint so eine Art Putzzug zu sein. Dann haben wir hier die Software. Da ist drauf AS Rock OC Tuner, Instant Boot, okay, der Acrobat Reader und irgendein Norton Internet Security. Schauen wir nochmal hier rein.
Ja, man muss ja auch einen Stromadapter geben. Ich habe auch schon dreiadriges Powerkabel. Ein Netzteil mit Fuchsstollen drauf. 1,5 Ampere, 19 Volt, 3,42 Ampere Ausgang. Okay, ganz normaler Anschluss. Hier nochmal ein paar Schrauben, damit man das auf der Rückseite des Monitors festschrauben kann, das Gerät. Da gibt es auf vielen Monitoren eine Vorbereitung. Ob das mit dem Modell dann wirklich geht, werde ich noch rausfinden. Oder wofür die Schrauben dann halt wirklich sind. Hier ist nochmal ein Adapter für HDMI auf DVI. Dann wird man das halt auch an einen normalen Computer DVI-Monitor anschließen kann. Okay, ich freue mich schon sehr darauf. Meine erste Blu-ray liegt im Wohnzimmer und wartet darauf, gesehen zu werden. Womit ich das sehe, das zeige ich euch in meinem nächsten Video.